Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen im HDB Schweißshop. Thema Wolfram-Elektroden, Anschleifgeräte. Wir wissen, dass solche professionellen Wolfram-Elektroden, Anschleifgeräte, wie ich eins hier liegen habe, sehr kostspielig sind. Ja? Es gibt welche für 400 Euro und aufwärts, was jetzt hier liegt, das kostet 800 Euro. Dass das sich kein normaler Handwerker holt oder leisten kann, ist uns doch klar. Also suchen wir neue Wege. Wie können wir günstig unsere Wolfram-Elektroden möglichst spitz und funktional anschleifen? Wir können einen Schleifbock verwenden, wir können einen Winkelschleifer verwenden. Aber ich habe durch einen Follower auf Instagram, bin ich auf folgende Idee gekommen. Er hat mir gesagt, Igor, guck dir das mal an. Das ist ein Messeranschleifer von Parkside. Das Ding kannst du dir beim Lidl online bestellen, kostet 17,99 €. Damit kannst du Messer anschleifen, damit kannst du Bohrer anschleifen. Das Interessante bei diesem Gerät, du hast hier sogar die Möglichkeit, einen Winkel einzustellen. Das ist doch einfach perfekt dafür prädestiniert, dass wir das zum Wolfram-Elektroden-Anschleifen nutzen. Die Frage ist, wie? Und die Frage ist, wie gut eignet sich das Ganze? Deswegen habe ich so die ersten Versuche gemacht. Ich habe mir einfach ein paar Wolfram-Elektroden geschnappt, habe sie hier angelegt und habe sie dann einfach mal angeschliffen. So, frei mit der Hand. Hat gut geklappt, aber dann habe ich halt diese Vorrichtung gesehen. Da habe ich gesagt, das kannst du doch super dafür verwenden, um die Wolfram-Elektroden sogar ziemlich einfach in einem Winkel anzuschleifen. Das haben wir getan. Wir haben einfach als erstes diese Kunststoffaufnahme genutzt, um zu gucken, ob das überhaupt geht. Da es funktioniert gut. Nur wird das auf Dauer nicht halten, weil dieses Kunststoff wird ja mit der Zeit warm. Die Wolfram-Elektrode beim Schleifen wird warm. Also wird hier automatisch das Ganze aufgeschmort und dann können wir das nicht lang nutzen. Also war doch ganz klar, machen wir was aus Metall. Interessant ist, hier sind Magnete, das heißt, wir können die einfach auflegen und das haftet da. Ich stecke meine Wolfram-Elektrode durch und kann wunderbar alles anschleifen. Und sogar können wir weitergehen und sagen, pass mal auf, wir machen hier eine Öffnung für eine 3,2 Elektrode, eine Öffnung für 2,4 und eine Öffnung für 1,6, was ja in der Regel jeder von euch nutzt. Das Anschleifen hat auch sehr gut geklappt, muss ich sagen. Was ich gut finde bei diesem Messerschleifer, erstens natürlich der Preis, 17,99 €, da kannst du nichts falsch machen, dass wir hier eine relativ robuste Schleifscheibe haben und im Liefumfang ist sogar eine Ersatzscheibe enthalten. So. Ich habe jetzt schon einige Elektroden angeschliffen und ich sehe, natürlich sehe ich schon, dass die etwas in Mitleidenschaft gezogen ist, aber es ist immer noch alles in Ordnung. Ich werde damit noch einige Elektroden anschleifen können. So. Das heißt, die Basis ist da, die Idee ist geboren, wir haben es umgebaut und haben einige Elektroden hier angeschliffen. Hier kann man auch schön sehen, wie die Spitzen aussehen. Natürlich muss man sich da noch ein bisschen mit auseinandersetzen, aber ich würde sagen, es funktioniert sehr gut. So, der erste Punkt, die Wolfram-Elektrode anzuschleifen, ist soweit gelungen. Wir haben unterschiedliche Winkel, unterschiedliche Schliffbilder. Zum Vergleich immer die Referenzprobe an den professionellen Winkelschleifer. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das? Ja, weil wir haben hier eine relativ kleine Drehscheibe, das heißt, es kann schnell passieren, dass wir uns da so einen leichten Bogen reinschleifen. Dadurch ist die Spitze zwar noch spitzer, aber ich habe hier so einen Bogen. Wie wird das vom Widerstand, also wie widerstandsfähig wird diese Wolfram-Elektrode sein? Das würde mich interessieren. Deswegen werden alle Versuche, die ich jetzt heute hier gemacht habe, werden eine Challenge durchlaufen. Das heißt, ich werde mir ein paar
Was wollen wir ja in der Regel immer haben? Wir wollen einen relativ fokussierten, scharfen Lichtbogen haben, dass wir wunderschön heften können und wunderschön sauber schweißen können. So, die erste Challenge wird sein, Chromnickelstahlbleche in der Kehle punkten. Ja, 1 Millimeter, das muss ziemlich genau und präzise sein. Dann werden wir mit der Spot-Matic-Funktion, die ich so toll finde, ja, dieses Asien Cold Welding, sage ich dazu, werden wir hier unser Logo mal reinpunkten, gucken, wie die Wolfram-Elektrode sich verhält, wie gut läuft das Ganze. Dann schauen wir uns die Wolfram-Elektrode an, was passiert mit der Spitze, weil in der Regel ist ja der Knackpunkt beim Schweißen, beim Punkten, wie widerstandsfähig ist die Elektrode und wie lange bleibt unser Punkt so scharf. Das würde mich interessieren. Und damit das reproduzierbar ist und damit ich persönlich hier nicht schummeln kann und mir meinen Favoriten hier rausziehen kann, werde ich der Maschine bestimmte Parameter geben. Wir werden das ohne Zusatz machen, in einer bestimmten Geschwindigkeit mit einem Puls, wo die Ergebnisse einfach nahezu von den Parametern her gleich sind. Auf geht's! Achtung, unser erster Kandidat aus dem teuren professionellen Wolfram-Anschleifgerät, eine goldene 2,4 Elektrode. Spannen wir in unseren Brenner mit einer passenden Linse und wir werden natürlich hier eine FUPA 12 verwenden, damit die Gasabdeckung auch schön klappt heute. Und lassen die Wolfram-Elektrode etwas rausschauen, damit wir auch überall reinkommen. Das dürfen wir. So, und wir wollen für den ersten Versuch diese Bleche so da drin abhexen. So, ich würde vorschlagen, dass wir für den ersten Versuch einfach die Spotmatic-Funktion nutzen. Ich habe hier eine Tetrix 200 DC, falls jemand das Ganze nachspielen will. Schau dir die Parameter an. Aktuell sind wir im Zweitakt, Viertakt. Wer das noch nicht weiß, nach meinen Videos weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir die Spot-Art-Funktion, aber wir wollen die Spot-Matic. 200 ist okay und 100 Ampere ist auch in Ordnung, können wir losstarten. Wir sind im DC-Modus, Wigschweißen, alles weitere interessiert uns nicht. Gastest kommt. Ja, das ist absolut in Ordnung. 12 bis 13 Liter, das ist okay. Argongas 4.8. Und wir legen los. Ja. Machen wir noch einen. Der erste Kandidat, professionell angeschliffen, hat natürlich alles so gemacht, wie er soll. Ich habe hier 1 mm gespottet, auch mal mit 150 Ampere gespottet, einfach mal eine kleine Schweißnaht gezogen. Wenn ich mir jetzt die Spitze anschaue, man sieht, dass sie sich schon langsam verändert. Ja, manchmal bildet sich da auch wie so ein kleiner leichter Dreizack. Du siehst an der Elektrode, an der Spitze, dass da schon so Ausfransungen, Verformungen stattfinden. Das wird mit der Zeit natürlich ein Problem. Ja, dann wird das Ganze nicht mehr so fokussiert sein, aber noch absolut okay. Das heißt, ich habe hier an dieser Elektrode goldene 2,4 überhaupt nichts auszusetzen. Jetzt kommt unser zweiter Versuch. Das ist nämlich der Versuch, der allererste Versuch, Anschliff auf unserem günstigen Messerschleifer von Lidl, der auch schon so eine leichte konkave Form hat. Und jetzt möchte ich mal schauen, wie sich das Ganze verhält, wie gut habe ich das angeschliffen und ob ich dieses Anschleifgerät heute überhaupt freigeben würde für diesen Einsatz. Das Interessante war, weil die ja optisch schwierig jetzt zu sehen, etwas mehr auf der einen Seite angeschliffen ist, auf der anderen, dass du siehst, dass der Lichtbogen beim etwas länger ziehen, hier in dem Fall schon nach 6-7 mm, dass er so eine Biegung bekommt. Ja? Wir haben zum Vergleich die professionell angeschliffene Elektrode genommen und du siehst, das passiert da nicht so extrem. Die ist viel fokussierter. Das heißt, umso schärfer, umso genauer du die anschleifst,
umso fokussierter und besser ist dein Lichtbogen. Aber wie gesagt, wir treiben es jetzt an die Spitze. Das wirst du im alltäglichen Gebrauch gar nicht so feststellen. Nur wir wollen hier einfach sehen, wie präzise und genau funktioniert das. Und das funktioniert schon ziemlich gut. Jetzt nehme ich diese Elektrode, die ich richtig lang angespitzt habe. Mal sehen, wie sich das Ganze hier verhält. Ich glaube, der Prozess wird hier wild laufen. Wild in dem Sinne, weil da die Schweißrüffel auch nicht unbedingt so optimal laufen. Wir schauen. Jetzt kommt unsere Elektrode, die wir an der Seite angeschliffen haben, quasi an der flachen, geraden Seite, so ähnlich wie bei dem professionellen Schleifer, um einfach zu verhindern, dass ich da so eine Konkave drin habe, so eine Wölbung, ja, dass die möglichst gleichmäßig abgeschliffen ist. Und jetzt schauen wir, wie sich das Ganze verhält. Erstmal spotten 1 mm Bleche. So, meine lieben Schweißtechnik-Freunde, kommen wir zum Fazit. Wir haben heute zwei Sachen hier rausgefunden. Die erste Sache ist ganz klar, dass sich das Ding absolut dazu eignet, unter Vorbehalt, dazu kommen wir gleich, Wolfram-Elektroden anzuschleifen, weil das funktioniert. Mit dem letzten Ergebnis, mit der Wolfram-Elektrode, die wir quasi an der Seite angeschliffen haben, ich zeige euch das mal nochmal kurz, also man sieht, quasi hier an der geraden Seite haben wir nahezu ähnliches Ergebnis wie mit dem professionellen Gerät. Das haben wir rausgefunden. Der Punkt ist einfach hier, wie wichtig das eigentlich ist, dass die Wolfram-Elektrode gleichmäßig angeschliffen ist. Das heißt, wenn wir die zu einseitig anschleifen, dass die vielleicht an der Seite mehr angeschliffen ist als auf der anderen Seite und du siehst schon mit bloßem Auge, dass da so ein Winkel drin ist, klar, dass der Lichtbogen dann anfängt zu tanzen und zu irgendeiner Seite weggeht. Wir müssen hier aber die Kirche im Dorf lassen. Wir haben mit jeder Elektrode problemlos schweißen können. Es ist wirklich, um einen Unterschied feststellen zu können, gehen wir halt so weit hinein. Aber in der Regel hättest du jetzt mit allen Elektroden schweißen können. Du hättest mit allen Elektroden mit der TTX spotten können. Das wäre auch kein Thema. Auch wenn die Spitze weggebrannt wäre, hätte das auch gut geklappt. Es ist alles besser als zum Beispiel die Elektrode, die wir mal in einem Video gezeigt haben, die man relativ grob an einem Schleifbock falscher Richtung angeschliffen hat. Da hat man nämlich die Rüffel so geschaffen. Ja, das war eine Situation, die war absolut nicht okay. Also wir halten fest, möglichst Schleifriffel zur Spitze. Mit diesem Parkside-Gerät kannst du das auch problemlos anschleifen. Für 17,99 funktioniert das wunderbar. Du kannst dir jetzt natürlich behelfen, ob du das Ganze mit so einer Schablone machst, ob du das Ganze anders hältst. Das ist dir überlassen. Also es funktioniert. Man muss hier noch nicht mal eine Schablone bauen. Man kann einfach mit der Hand festhalten und das Ganze anschleifen. Wichtig ist halt die Gleichmäßigkeit. Ja? Und dann funktioniert das auch. Es gibt einen Nachteil bei diesem Ding, deswegen hat man gesehen, ich habe sehr oft eine Maske aufgehabt. Das heißt, wenn du schon mit so etwas arbeitest, zieh dir wenigstens eine Staubmaske an, weil man sieht, wie viel Schleifzeug hier entsteht. Das sind zwar goldene Wolfram-Elektroden, die nicht thoriumhaltig sind, das heißt nicht radioaktiv, aber alles Unnötige an Staub, was in die Lungen reinkommt, ist natürlich eine Belastung. Und das würde jetzt hier passieren, wenn du keine Maske nutzt. Ja? Also du siehst den Staub auch nicht, aber ich empfehle dir unbedingt eine Maske. Das heißt, für zwischendurch in der Werkstatt würde ich mir so ein Ding schon dahinstellen und damit meine Wolfram-Elektroden problemlos anschleifen, weil 17,99, da kannst du nichts verkehrt machen und hast du was Vernünftiges. Natürlich, wenn du einen Schleifbock hast, kannst du das mit dem Schleifbock auch wunderbar machen. Machen ja auch sehr viele. Du solltest dort nur aufpassen. So ein Schleifbock hat natürlich Drehzahl, auch eine gewisse Masse. Das heißt, wenn jetzt ich am Schleifbock arbeite und ich habe hier eine Scheibe und die würde zum Beispiel in diese Richtung drehen und ich würde so arbeiten,
Du musst natürlich aufpassen, dass dir die Elektrode beim Schleifen nicht durch die Hand haut. Ja? Ist auch schon passiert, dass sich die User oder die Schweißer die Hände aufgespießt haben, weil die Elektrode quasi gegen Widerstand kommt und dann haut ihr das in die Hände. Musst du halt sehr vorsichtig mit umgehen. Gleichmäßiges Anschleifen, möglichst gleichmäßig drehen, schaffen, dass die Riffel zur Spitze laufen an einer geraden Fläche und du bist fertig. Und hier das Ding absolut dafür freigegeben, das heißt, die Idee war top. Wir haben eine Ersatzscheibe und das funktioniert. Würde ich auf jeden Fall so freigeben, aber geh damit achtsam um. Es sind spitze Sachen, die können durch die Gegend fliegen. Du könntest dir vielleicht einen Finger reinstecken. Deswegen musst du da unbedingt vorsichtig mit umgehen. Eins sollten wir noch beachten bei diesem Gerät. Wenn du dir hier eine Vorrichtung baust, dafür wurde das Ding nicht ausgelegt. Das wurde nicht geprüft. Das heißt, wir tragen keine Verantwortung, was du machst. Sei aber auf jeden Fall vorsichtig. Bei so einem professionellen Gerät hast du halt die Sicherheit, weil das ganze System ist geschlossen. Hier ist ein Filter. Der Staub wird gefangen. Ich habe hier eine Öffnung, wo ich die Wolfram-Elektrode einsetzen kann und drehen kann. Das heißt, hier kann ich halt nichts verkehrt machen. Hier kommen meine Finger nicht rein und so weiter und so fort. Ist natürlich viel präziser, viel besser. Aber 17,99, also 17,99 €, 800 €, meine lieben schweißtätigen Freunde. Was hältst du davon? Machst du das vielleicht schon so? Oder wie schleifst du deine Elektroden an? Schreib mir bitte einen Kommentar. Ich wünsche Spaß. Bis dahin. Ciao.